Achtung, liebe Bullen, vielleicht wird es jetzt richtig gefährlich, denn Goldman Sachs wird bullish, erhöht die Kursziele für den S&P 500. Und in der Vergangenheit war das ein ziemlich guter Kontraindikator, diesmal auch. Wir werden sehen, wir werden uns mal kurz die Gesamtlage anschauen, mit der wir es derzeit zu tun haben. Hier Goldman Sachs erhöht das Kursziel für 2021 auf 4.700 Punkte. Das wären also knapp 300 Punkte mehr. Das ist eine Menge Holz. Von 4.300 hat man das Kursziel angehoben und 2022 erwartet man sogar 4.900 Punkte. Argumentation höher als erwartete Earnings. Da ist was dran und lower than expected interest rates, also niedrigere Zinsen. Da ist auch was dran, könnte man sagen, da hat man schon einen Punkt. Aber schauen wir uns mal die Goldmänner in der Vergangenheit an, hier 2018 zum Beispiel. Nein, der Markt ist super stark, ist super gesund, kurz vor dem Top und dann ging es richtig runter und auch 2018 ein Kursziel, damals 2850 und dann kam ein ziemlich satter Abverkauf. Also das Timing der Goldmänner ist meistens jetzt nicht so gut, aber vielleicht diesmal ja schon, weil wir die Notenbanken haben, weil wir in der besten aller Welten leben. Mal schauen, ob dem so ist. Jedenfalls ist wahnsinnig viel Geld bisher an die Aktienmärkte geflossen. Bereits jetzt sind mehr Gelder in Aktien-ETFs aus den USA geflossen als im gesamten Jahr 2020. Also bereits jetzt gemeint seit Jahresbeginn 2021. Da ging viel weniger Geld in Commodities, also in Rohstoffe und auch Fixed Income. Also Anleihen dürften jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr Gelder einnehmen oder Zuflüsse verzeichnen als im letzten Jahr. Also Aktien sind gesucht. Klar, angesichts des Umfeldes macht es vielleicht Sinn, aber wir sind jetzt eigentlich in einem saisonal eher ungünstigen Verhältnis. Zählt das alles noch in diesem Notenbanksozialismus? Das ist die große Frage. Jedenfalls sehen wir eine ziemliche Outperformance bisher in diesem Jahr schon Anfang August, läuft also besser. Wir sehen heute den Nasdaq etwa mit einem neuen Allzeithoch, also alles Suche, alles richtig gut. Aber eigentlich der August ist ein Monat der Volatilität. Hier sehen wir mal Spikes von mehr als 25% beim VIX, also bei der Vola-Erwartung für S&P 500 Aktien in den nächsten 4 Wochen in Optionen eingepreist. Kompliziert, aber es ist so. Und wir sehen, im August ist eine überragende Wahrscheinlichkeit, dass wir Vola-Spikes haben, dass wir also anziehende Volatilität haben. Normalerweise anziehende Volatilität oder stärker steigende Volatilität heißt normalerweise schwächere Kurse. Aber bisher ist von Volatilität noch nicht wirklich viel zu sehen. Saisonal spricht manches dafür, eben schon, weil die Liquidität dünn ist. Und wenn dann irgendwie ein bisschen was schief läuft, dann kriegen manche kalte Füße. Und ein weiterer Punkt, der auffällt, ist, dass diese ganzen Reopening-Aktien ziemlich mies laufen. Hier sogenannte Early Cycle Sectors, also Frühzykliker, die normalerweise früh anspringen oder die anspringen, wenn wir in einem frühen Aufwärtszyklus sind. Und wir sehen seit März, geht das eigentlich nicht mehr nach oben, sondern es geht nach unten in Relation zum Gesamtmarkt. Die entwickeln sich also schlechter. Ist das Beste schon vorbei? Und wir sehen hier auch zum Beispiel einige Reopening-Stocks wie Royal Caribbean, diese Kreuzfahrtlinie, minus 25% seit dem März. Andere Aktien auch. Wir sehen, das wollte ich hier noch zeigen, zu schnell weitergemacht, unten zum Beispiel ein Airlines-ETF. Also praktisch die amerikanischen Fluglinien auch deutlich unter Druck. Also alles, was eigentlich so von diesem Reopening, von diesem Wirtschaftsboom profitiert, das ist eigentlich schon längst nicht mehr so wirklich gefragt. Gefragt ist hingegen vielmehr der Tech-Sektor. Hier sehen wir Tech underperforming und jetzt seit Mai, Juni geht es mit Tech deutlich nach oben. Der Nasdaq heute ein neues Allzeithoch, aber nicht der S&P 500, auch nicht der Dow Jones, wenngleich der auch nicht so weit weg ist, aber vor allem auch nicht der Russell 2000, dieser Value-Index in Anführungszeichen, ist da doch einigermaßen weit entfernt. Und wenn wir vom Nasdaq sprechen, ja, Allzeithoch heute, aber wir sehen ja auch, dass eine ganze Menge von Aktien im Nasdaq 100 mehr als 20% von ihrem Hoch entfernt ist, das sie erreicht hatten. Das ist sehr, sehr viel und das ist extremer, als wir es teilweise bei Nasdaq-Ständen gesehen haben, die 2000 Punkte tiefer waren. Also nach wie vor so, die Marktbreite ist nicht so wirklich gegeben. Es sind eben die Dickfische nach wie vor, die den Markt nach oben ziehen. Aber warum performen jetzt diese Reopening-Stocks, diese Frühzykliker
diese Value-A-Werte nicht so wirklich gut. Gestern schon Microsoft hat gesagt, oh, wir werden die Verschiebung unseres Offices bekannt geben oder wir werden das nicht so schnell öffnen, beziehungsweise es kommen nur Vollgeimpfte rein. Heute, jetzt die US-Bank Wells Fargo, die haben gesagt, ja, wir werden erstmal die Öffnung unseres Büros um einen Monat verschieben. Wenige Minuten später dann BlackRock, die gesagt haben, wir werden jetzt erstmal nicht vor Oktober unsere Büros öffnen. Wir haben heute ja die höchsten Zahlen der Corona-Fälle seit Februar in den USA gesehen. Also es ist ein echtes Problem, das da wieder aufscheint. Da ist so ein bisschen hier diese, naja, wie soll ich sagen, es fühlt sich so ein bisschen an wie im Februar 2020, als die Aktienmärkte noch Party machten, aber das Corona-Problem in China schon virulent war. Man aber sich damals gesagt hat, nur damit haben wir nichts zu tun. Jetzt sehen wir, dass einige Sektoren und Bereiche Einschränkungen erlassen, wie zum Beispiel New York, die Restaurants, da kommen auch keine Ungeimpften mehr rein. Das ist nicht gut natürlich für das Business. Jedenfalls sehen wir, dass sich die Lage verschlechtert. Und auch hier in Deutschland haben wir zwar heute sehr gute Auftragseingänge aus dem Juni gesehen mit plus 4,1%, aber da war vorher ein Minus von 3,2%. Und Georg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, sagt, da ist der Boom schon vorbei. Also er erwartet, dass wir jetzt den Hochpunkt bereits gesehen haben. Die Aktienmärkte kümmert das nicht, vielleicht auch zu Recht und vielleicht hat Goldman Sachs recht, weil je schlimmer die Corona-Lage wird, umso besser für die Aktienmärkte. Das ist vielleicht die Lektion aus dem Jahr 2020, als auf dem Hochpunkt von Corona ja die Party mit am stärksten war. Vielleicht noch eine Randbemerkung. Europa steht am Rande eines Energieschocks, wie hier Steven Stabczynski meldet. Und zwar Deutschland mit den höchsten Wholesale Power Prices, also den Großmarktpreisen für Strom, die sind auf einem 13-Jahres-Hoch. Wir sehen die spanischen Elektrizitätspreise auf einem Allzeithoch und auch Gas in Holland ist in der Nähe eines Allzeithochs. Hier unten sehen wir mal eine Grafik der deutschen Strompreise, wie die abweichen von den langjährigen Durchschnitten. Das ist schon ziemlich erheblich, das ist ziemlich krass. Und krass wird heute auch, meine Damen und Herren, das glaube ich versprechen zu können. Die Folge Boom und Bust, dritte Folge. Heute geht es um Gold, Bitcoin und Notenbanksozialismus. Dabei sind folgende Herren: links der Roland Ulrich, rechts Thorsten Polleit und meine Wenigkeit. Das wird spannend, das wird richtig knallen, das kann ich Ihnen zusagen. Da bin ich sehr optimistisch, dass das wirklich etwas ist, was auf hohem Niveau Erkenntnisse vermittelt. In welcher Welt leben wir eigentlich? Es geht um Gold, Bitcoin, Notenbanksozialismus. Ich packe den Link wieder unter das Video. Seien Sie dabei. Das ist ein absolutes Must-See, meine Damen und Herren. Link ist, wie gesagt, unter dem Video. Ich freue mich auf Sie gleich 18:30 Uhr. Wir sehen uns bis dann. Servus, ciao.